Hallo und schönen guten Abend und willkommen zum nächsten Sorg-Bild hier vom PTR. Und heute geht es um die Teleport Nova Sorg. Teleport A/ Nova Sorg. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Jedenfalls machen wir in dem Bild Damage mit Teleport. Und bevor ich euch diesmal zuerst die gesamte Itemization zeige, zeige ich euch direkt einfach mal, wie das aussieht in dem Nightmare Dungeon. Ganz wichtig, das ist jetzt ein Speed-Bild. Das ist nichts, was unbedingt 200er Pits schafft. Ich habe einen 100er gemacht, aber da war der Bossfight schon ziemlich krampf. Ansonsten so 80er Pits kriegt es auch ganz gut hin. Aber ihr werdet gleich sehen, ich glaube, das ist ein Nightmare Dungeon mit Bossfight, dass beim Boss ein bisschen der Damage mangelt. Ansonsten ultraschneller, permanent Durchport-Bild und mit Teleport selber killen wir die Gegner. Und ihr werdet schon sehen, die Teleport Nova, sozusagen der Effekt, bedeckt hier gefühlt einen deutlich größeren Radius wie vorher. So, Animus-Typen hier einsammeln. Wir spammen zwar quasi die ganze Zeit einfach Arclash durch, wie wir es schon von anderen Arclash-Builds kennen, wie Arc Spear oder sowas oder reiner Arclash-Sorg. Und dadurch reduzieren wir den Cooldown von Teleport. Zum einen den Evade-Teleport, also den wir auf Leertaste drauf haben, den wir im Enchantment-Slot drin haben, über die Schuhe. Ganz wichtig, der Schuh-Modifier wurde genervt. Dadurch reduzieren das jetzt nur noch um 0,8 Sekunden pro Angriff, weil das nicht mehr upgraded wird beim Masterworken, dieser Initial-Slot sozusagen von Items. Dann haben wir dafür den Hektik-Aspekt drin, und zwar den haben wir auf unserem Helm drauf, der alle 5 Angriffe einen random Cooldown um 4 Sekunden reduziert. Alle 5 Basic Attacks. Plötzlich boosten wir unser Attack Speed extrem hoch. Wir kommen auf über 150% Attack Speed, den wir beide Attack Speed Buckets sozusagen nutzen. 50% im einen drinne und 100% im anderen drinne. Ich glaube, wir kommen sogar auf noch mehr. Wir kommen auf extrem viel Attack Speed. Dass wir mit viel Attack Speed die ganze Zeit Arclash durchballern und dadurch die ganze Zeit durchteleportieren können. Der Nightmare Dungeon hat übrigens absolut schlechte Density. Den kann ich das echt nicht so geil gerade zeigen. Ich zeig's euch gleich nochmal in der Heldheit. Weil das ist ja so Heldheit, Nightmare Dungeon Build. Also 100er Nightmare Dungeons gehen wirklich super easy. Das neue sozusagen Damage Caps sind ja quasi die Pits. Da hättest du quasi eher ein bisschen Probleme, aber 100er Nightmare Dungeon sozusagen kein Problem. Kann man hier mit easy durchspeeden, ne? Ich muss sagen, es sieht richtig cool aus. Erinnert so ein bisschen an der Nova Sorg aus Diablo 2. Wo ich so Noven hat, die man die ganze Zeit durchballert. Und die kommen einfach vom Hin- und Her teleportieren. Liegt daran, dass wir den Radius von der Teleport-Nova vergrößern. Über einen Temper-Effekt, den wir auf dem Gear drauf haben. So. Einmal alles hier weggekillt. Nightmare Dungeon durchgeballert. Ich zeige jetzt kurz die Itemization und dann zeige ich nochmal Speed in der Heldheit, wie man auf World Tier 4 damit komplett durchballern kann. So, ganz wichtig, wir haben hier den Hektik-Aspekt auf dem Helm drauf. 5 Basic Attacks tun einen Random Cooldown um 4 Sekunden reduzieren. Ansonsten hier Cooldown Reduction, auch Cooldown Reduction Critten und so weiter. Und ich habe hier Armor und nochmal extra Freeze-Chance drauf getempert. Das ist, um Bosses schneller zu staggern sozusagen. Auf der Brust ansonsten hier Disobedience-Aspekt drauf. Plus 4 Teleport. Ich trage nicht die Rayman-Chest, weil die den Teleport-Cooldown erhöht. Ansonsten für höhere Pits oder so ist es praktisch, diesen Stun natürlich zu haben, um Gegner zu CC'en. Aber World Tier 4 Nightmare Dungeon Speed ist immer schade, weil der Teleport Cooldown reduziert wird sozusagen, also erhöht wird um 20% durch die Rayman Chest. Und man macht weniger Damage mit Teleport, weil einen diese Plus-Punkte quasi auf Teleport finden. Ihr seht, das ist hier weder Greater Uplift gerollt, noch ist es gekrittet. Man kann deutlich mehr Plus-Punkte auf Teleport über die Brust haben. Dadurch macht der Teleport dann nochmal mehr Damage und hat auch nochmal weniger Cooldown. Anto hier mit Accelerating Aspekt, weil der in Attack Speed Bucket 2 reinzielt. Ihr seht, ich habe einen Attack-Speed von 100%, einfach nur, weil ich sie auf den Handschuhen drauf habe, Waffe, Offhand und auf dem einen Ring. Das reicht, um bereits die normalen 100% voll zu haben. Diese 25 hier zählen sozusagen in Bracket 2 rein, damit habe ich dann 125 schon. So, ansonsten getempert habe ich hier extra Lightning Damage, man kann ja auch Bonus Damage auf Teleport, sehr viel mehr drauf tempern, habe ich aber nicht hinbekommen. Und dann ist Crowd Control Duration. Crowd Control Duration könnte man auch austauschen gegen eine andere Stagger-Art, also Freeze, Slow, Chill und sowas, also man versucht mehrere Stagger-Arten, über Lucky Hit kann man die stacken auf dem Gear, damit kann man Bosse schneller staggern, weil Teleport vor allem eine sehr, sehr hohe Lucky-Hit-Chance hat, 7%ige, über 70%ige, man die ganze Zeit durchspammt, dadurch Lucky Hit man relativ oft kann so Bosse wirklich deutlich schneller staggern. Ja, ansonsten hier, ja, wir gehen zu dem Hosen weiter, der Conjurations Toughness-Aspekt, weil wir die ganze Zeit Ice Blades aufrecht halten. Ihr seht, Ice Blades hat unter 6 Sekunden Cooldown, 5,5 Sekunden, und eine Ice Blade hält 6 Sekunden. Das heißt, wir haben immer eine Ice Blade aufrecht und bekommen dadurch immer halt die Toughness. Ansonsten hier Full-Toughness-Werte halt drauf und Intelligenz. Auf den Schuhen, ganz wichtig, haben wir den neuen Teleport-Aspekt drauf, und zwar der Bounding Conduit-Aspekt. Der gibt uns jetzt direkt Teleport-Cooldown-Reduction in Sekunden und After-Teleporting bekommen wir für 5 Sekunden, dass Cracking Energy mehr Gegner hittet. Ist auch wichtig, damit wir bei unserer Passive
Unstable Currents unsere Lightning Cooldowns schnell runtersetzen. Jedes Mal, wenn wir hier mit Gegner mit Cooking Energy hitten, bekommen wir 0,1 Cooldown Reduction auf Shock Skills, also auf Unstable Currents und auf Teleport in dem Fall. Ja. Gut. Ganz wichtig zur Berechnung von dem Aspekt hier. Der wird vorher vor Cooldown Reduction einberechnet. Ich habe es nachgeschaut quasi. Es wird nicht nach der CD einberechnet, dass man 0 Sekunden Cooldown haben kann auf Teleport, sondern hier, ich habe jetzt hier 2,42 Sekunden. Man kann das theoretisch noch so auf 1,8 Sekunden, glaube ich, runterbekommen. Wenn man alles crittet und mehr Pluspunkte in Teleport bekommt, kann man auf um die 2 bis knapp unter 2 Sekunden kommen. Ja, ansonsten ist noch wichtig, hier tun wir einen Mobility-Starter drauf tempern, und zwar die Cooldown Reduction für Teleport, dass das drauf getempert ist. Dieser drauf getemperte 15,6%, die sind nochmal extra multiplikativ zur normalen Cooldown Reduction. Das heißt, die werden nicht auf die normale CDR draufgerechnet, sondern die werden separat gerechnet sozusagen. Du hast dann zwei Cooldown Reduction Buckets sozusagen. Einen irgendwie mit 40% und einen zum Beispiel dann mit 15,6%. Das ist ganz cool gemacht auf jeden Fall. Die lohnen sich relativ stark, auch wenn man sonst normale Cooldown Reduction schon überall drauf hat. So, wir gehen weiter zur Waffe. Attack Speed, hier Shock Crit Chance, hätte auch mehr Teleport Damage sein müssen. Und hier seht ihr es, Teleport Nova Size. Das macht quasi, dass der Teleport hier diesen ganzen halben Bildschirm bedeckt. Da könnte sogar noch mehr rollen. Das ist jetzt einmal gekrittet beim Upgraden. Das kann beim Masterworken nochmal kritten. Dann kann diese Nova wahrscheinlich den halben Bildschirm bedecken. Und ansonsten haben wir den Conceited-Aspekt hier drauf. Ich packe euch übrigens einen D4-Builds-Link in die Videobeschreibung, auch mit allen Temper-Stats und sowas und der Skillung. Hier Basic Skills mehr Attack-Speed-Aspekt drauf. Das ist der Rapid-Aspekt, weil der auch in den Attack-Speed-Bucket 2 reinzählt. Ansonsten normales Attack-Speed drauf, Cooldown-Reduction drauf. Auch hier jetzt Teleport Nova Size drauf und ihr seht hier diesen Teleport Damage, dieser additive Damage Bonus. Den könnten wir auch sonst hier auf Handschuhen und auf Waffe drauf haben. Damit können wir Teleport einen riesigen additiven Multiplayer verschaffen auf jeden Fall. So, Talascha Ring, ganz logisch, wollen wir am besten Cooldown critten. Dann ein normaler Ring quasi, wo wir hier Crackling Energy eine 50%ige Chance geben, auf einen weiteren Gegner überzuspringen, was noch schneller unsere Cooldowns resettet. Wenn Crackling Energy mehrere Gegner trifft und dann noch überspringt auf andere Gegner. Ansonsten hier Attack Speed, Crit Chance. Hier ist jetzt noch RCR drauf. Brauche ich nicht. Könnte noch Damage oder Leben oder sowas sein, weil wir verbrauchen hierbei keine Ressource. Ice Blades Cooldown Reduction hier drauf, damit ich quasi Ice Blades permanent aufrecht halten kann. Denn Ice Blades reduzieren ja auch andere Cooldowns. In dem Fall auch Teleport, Unstable Currents, Ice Armor, Flame Shield und so weiter und so fort. Und auch hier nochmal Teleport Damage drauf. Und da haben wir zu guter Letzt das Ammo. Hier können zum Beispiel anstatt Maximum Life noch Dings drauf sein. Eine Passive zum Beispiel, Conjuration Mastery oder sowas für nochmal mehr Damage. Und dann Int und Cooldown. Wir sehen jetzt, Cooldown ist jetzt zweimal gekrittet. Iceblade Cooldown nochmal drauf. Und halt diesen Teleport Cooldown, den wir auch schon hier unten auf den Schuhen drauf getempert haben, auch nochmal drauf. Das heißt, wir haben knapp hier 30% Teleport Cooldown zusätzlich zur normalen Cooldown Reduction nochmal. Gut. Und das Aspekt ist ja aber der Stormswell Aspekt auf einen generischen Multiplier. So grob das Bild erklärt. Jetzt porte ich nochmal ein bisschen durch die Heldheit durch, damit ihr noch ein bisschen Gameplay seht. Und seht, dass es auf Voltier 4 absolut abgeht. Solange Gegner da sind, können wir permanent porten. Wir nehmen uns wieder auch einen kleinen Trick zugute. Und zwar den... Hier, wer ist es? Den Enchantment-Slot. Und zwar, das funktioniert immer noch. Ich weiß immer noch nicht, ob es intended ist halt. Oder ob Blizzard das irgendwann fixen wird. Fireball-Enchantment. Wenn Gegner sterben und über das Fireball-Enchantment explodieren, zählt das als Cooldown-Reduction für die Schuhe. Für Attacks Reduce Evade Cooldown. Bedeutet, wenn wir große Gegnermasse haben, die sterben, können wir instant wieder teleportieren. So. Und das ist natürlich passiv hier ein Charmant Sword Teleport drin, ist ja klar. Das heißt, wir haben eine Leertaste Teleport und einen Teleport Skill, die abwechselnd die ganze Zeit spammen und wir können durchteleportieren, machen damit mehr als genug Schaden. Und hier Arclash einfach die ganze Zeit gedrückt halten. Ihr seht, selbst hier mit einer Gegner leeren Passage kann ich relativ viel teleportieren, weil auch der Hektik-Aspekt einfach gut reduziert. Nachdem wir Gegner da sind, kann man noch mehr teleportieren. Hier einmal einen Gegnerhaufen rein in der Heldheit und das Platz instant. Ich muss sagen, mit dem Bild hier kommt einem die Density in der Heldheit ein bisschen wenig vor fast, weil man einfach alles viel zu schnell killt. Hier erstmal Gegner suchen. Du hast halt immer so einen Gegnerhaufen irgendwo. Du holst einmal rein und es macht plopp und ist weg. Man sieht halt die Gegner deswegen kaum. Normalerweise ist die Heldheit-Density jetzt echt gut nach dem Patch. Achso, warten, dass mein Strap-Schmied dann nochmal steigt. Aber ihr seht halt, hier ist alles instant weg. Ah, da hält halt Harbringer. Lead-Effects auch einfach alle One-Shot. Wissen sie halt, die Bosse halten halt ein bisschen was aus. Weil der Single-Target-Schaden halt nicht so mega ist. Schaden ist halt so gut ausgewählt, dass es halt reicht, um Elite-Effects und Trash-Mobs
Mutter der Nightmare Dungeon oder hier auf World Tier 4 easy zu killen. Aber Bosse halt ein bisschen mehr aus. Deswegen halt wunderbar das Speed-Build. Ah, guck mal, ich habe meinen Trash-Meter voll. Können wir das nochmal ablaufen lassen auch. Zack, zack, zack. Ich muss sagen, ich finde das richtig cool, diese Nova-Size, allein dass man mit Teleport Damage macht. Ich weiß nicht, ob es immer noch ein bisschen zu OP ist und dass das Ganze genervt wird, dass man so durchteleportieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie den Teleport-Enchantment-Slot mit Fireball nerven. Ich finde es auch schade, dass dadurch der Enchantment-Slot quasi immer bei solchen Builds vergeben ist. Ich habe da quasi keine Auswahl. Ich nehme bei so Durchteleportier-Builds immer Teleport plus Fireball. Das beschränkt sozusagen meine Kreativität immer ein bisschen. Und es macht es wahrscheinlich ein bisschen zu strong mit dem Durchteleportieren teilweise mit Zorg. Deswegen fände ich es vollkommen in Ordnung, wenn sie das nerven würden. Weil dann könnte ich auch überlegen, ob ich da sowas zum Beispiel wie Lightning Spear reintue, um ein paar mehr Sperre zu haben, ein bisschen mehr Stun, ein bisschen mehr Conjuration Mastery dadurch ab. Ja, das ist übrigens dieser Pfosten, der einem Leben absaugt. Wie manche vielleicht aus der Blood Harvest kennen. Gibt es ja nur in der Heldheit. Aber ja, Leben kriege ich nicht viel abgesaugt, weil durch jeden Teleport durch über die eine Passive, über Protection, immer wieder Barrier bekommen. Bedeutet, diese Barrier, die ich hier bekomme, kann mir der Pfosten gar nicht abziehen. Ich deck mich hier so gut gegen, weil die ganze Zeit Mobs kommen. Oh, das ist ein Gurgling Head. Das heißt, wir können einfach hier durchballern, bis der Pfosten leer ist quasi. Ah, oder ich aus Versehen rausteleportiere. Scheiße. Ich wollte oben die Cinder einsammeln und bin auf die Kante geportet. Gut, aber ja, ich denke mal, das hat schon den guten Eindruck von dem Bild verschafft. Das ist der neue Teleport-Bild. Bauen gerne nach auf dem PTR. Habt Spaß damit. Ansonsten werde ich mir jetzt daran machen, den nächsten Bild zu testen. Ist definitiv wieder so zum Speed-Farmen. Einen Bild, den man sich bauen kann nächste Season, um einfach World Tier 4 und Nightmare Dungeons wunderbar durchzuspeeden. Und dann baut man sich zum Beispiel eine Frozen Obsorg für höhere Pits zusammen. Jo, ja, das war's. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.